Hallo und herzlich willkommen. Für alle, die leider nicht mit in Barcelona dabei sein konnten, möchten wir nochmal alle Produkte und das Huawei Smart Office mit Super Device vorstellen. Viel Spaß! So, wir haben jetzt hier ein MateBook X Pro und ein MatePad Pro und ich zeige euch, wie wir ganz einfach mit Hilfe des neuen Super Device Features diese beiden Geräte miteinander verbinden können. Und wir sehen auf dem MateBook schon unser neues Interface, das Super Device Interface. In der Mitte da in dieser blauen Bubble, das ist im Prinzip das MateBook. Und drumherum haben wir eben die Geräte, die wir damit verbinden können. Das heißt in diesem Fall das MatePad Pro. Ich ziehe jetzt einfach mal dieses MatePad hier rüber. Und dann verbinden sich diese beiden Geräte. Ich kann diese Geräte jetzt in verschiedenen Modi miteinander verbinden. Wir sehen jetzt hier gerade den Extend-Modus. Das heißt, ich benutze das Tablet jetzt als externen Monitor zum MateBook. Das heißt, ich kann jetzt hier beispielsweise PowerPoint-Präsentationen bearbeiten und gleichzeitig auf dem Laptop recherchieren. Darüber hinaus gibt es auch noch den Mirror-Mode. Im Mirror-Mode spiegelt das Tablet im Prinzip alle Inhalte wieder, die ich so auf dem Desktop hier jetzt habe. Das heißt, ich kann beispielsweise sehr ressourcenintensive Programme wie Photoshop auf dem Laptop laufen lassen und mit meinem M-Pencil dann eben auf dem Tablet bearbeiten. Zu guter Letzt haben wir noch den Collaborate Mode. Das heißt, hier können wir wirklich über Betriebssysteme hinweg arbeiten. Wir haben also jetzt hier das Harmony OS Tablet und das Windows Laptop. Das heißt, ich kann jetzt eben beispielsweise ein Bild nehmen, was ich hier auf dem Laptop habe, und das ganz einfach hier rüberziehen auf das Tablet. Und auch da dann wieder hier öffnen und dann wieder mit dem M-Pencil bearbeiten, wie ich das jetzt hier gerade tue. Und dort eben schön malen, das Ganze abspeichern und ich bin fertig. Wie ihr seht, macht Super Device es super einfach, diese Geräte einfach per Drag and Drop miteinander zu verbinden. Ich habe eben die Möglichkeit, diese beiden Geräte in verschiedenen Situationen zu benutzen. Und dieses Super Device Interface ist so standardisiert über unsere gesamte Produktpalette verfügbar. So, wir haben jetzt hier unser MateBook X Pro und unser MatePad Pro. Und ich zeige euch, wie wir mit Super Device geräteübergreifend auf die Dateien zugreifen können. Dazu verbinden wir erstmal beide Geräte wieder mit Super Device. Und gehen dann hier unten aufs Control Panel und auf Multi-Device Files. Und ihr seht, jetzt öffnet sich ein Explorer-Fenster mit allen Dateien, die auf dem Tablet gespeichert sind. Das heißt, ich kann jetzt beispielsweise Bilder oder andere Dateien von dem Tablet ganz einfach per Drag and Drop auf den Computer übertragen und andersrum. So seht ihr, wie ihr mit Super Device über die Geräte hinweg Dateien verschieben könnt. So, ich habe jetzt hier unser nagelneues MateBook E 2-in-1 Windows Laptop und unseren MateView Smart Bildschirm. Und ich zeige euch, wie wir die beiden jetzt ganz einfach mit Super Device drahtlos miteinander verbinden. Dazu nehme ich hier das MateView und ziehe das per Drag and Drop mit dem Laptop zusammen. Und weil ich die Maus immer mit dem Bildschirm verbunden habe, kann ich jetzt auch die Maus nutzen und dann ganz einfach meine Dateien auf dem großen Bildschirm bearbeiten. So können wir mit Super Device drahtlos ein MateBook mit einem MateView verbinden. Wir haben jetzt hier unsere nagelneue MateStation X, unseren All-in-One-PC und ein MatePad Pro. Und ich zeige euch jetzt, wie wir mit Super Device diese beiden Geräte ganz einfach miteinander verbinden. Da die MateStation auch ein Touch-Interface hat, mache ich das einfach mal mit meinem Finger. Ich ziehe ganz einfach die beiden Geräte zusammen. Und jetzt kann ich im Mirror Mode das Tablet nehmen und dort beispielsweise an Dokumenten arbeiten und Notizen machen oder Highlights einfügen. Und das Ganze läuft alles auf der MateStation und ist dort gespeichert. Und so können wir mit Super Device ganz einfach mit der MateStation und dem MatePad zusammenarbeiten. Ich zeige euch jetzt, wie wir diese Windows-Rechner ganz einfach mit diesem FreeBuds Pro verbinden können über Pop-Up Pairing.
Das war's auch schon. Jetzt kann ich die FreeBuds ganz einfach mit diesen Geräten verbinden. Ich habe hier unseren neuen PixLab Drucker und zeige euch jetzt, wie einfach man vom Handy aus drucken kann. Dazu gehe ich in die Galerie, suche mir das Bild aus, was ich drucken möchte und halte dann einfach das Handy an die Huawei Share-Fläche vom Drucker. Jetzt muss ich nur noch auf Drucken bestätigen. Und so schnell können wir vom Handy auf dem PixLab drucken.